Okay, willkommen zurück zu Let's Play Rogue Legacy. Sir Johnny wartet schon auf seinen großen Auftritt im Schloss. Wir haben soweit schon mal gespielt. Hallo, schön dich zu sehen. Charon, da hast du das Gold, 90 Gold, damit können wir nichts anfangen. Okay, wir sehen nicht 3D, das heißt die Gegner, wenn die sich drehen, sehen wir sie auch nicht. Was aber, glaube ich, gar nicht so schlimm ist. Aua. Oh, oh. Dich kriege ich. Nein, dich kriege ich nicht. Ich hau ab. Nein, hier gehe ich nicht lang. Meine Fresse. Okay, weg. Einfach weg. Euch kriege ich. Euch kriege ich. Nein. Das hat keinen Sinn so. War klar, dass wir verrecken. War viel zu viel los. Sir Johnny has been slain by a Grey Knight. Von einem grauen Ritter getötet. Okay, werden wir mit seinem Kind weiterspielen. Sir Johnny der Zweite würde ein Knappe sein. Na gut, wir müssen einen Knappen nehmen. Er ist schwul. Du bist ein Fan von einem Mann. Okay. You're so heavy. Enemies can't knock you back. Okay, ich bin so schwer, dass man mich nicht zurückschlagen kann. ADHD? So, energetic. Du bist so schnell. Außerdem kannst du nicht ordentlich sprechen. Du bist Coprolalia. Was auch immer Coprolalia ist. Probieren wir es aus. Auf geht's. Wir sind Barbaren. Halten richtig viel aus, haben aber auch keine Mana, brauchen wir auch nicht. Wir sind die Besten und wir sind total schnell unterwegs hier. Hui. Oh, shit. Okay. Au. Oh. Ah. Er meckert ein bisschen. Ja, ist okay. Sehr schön. Gold sammeln ohne Ende. Wir brauchen das Gold. Au. Gehst du weg? Oh, was zu essen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir wieder halbwegs voll sind, wenn wir was zu essen finden. Wahnsinn. Tach. Oh. Au. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Muss mich erst... Aua, zurechtfinden. Schade. Defeat all enemies für die Fairy Chest. Wir haben es nicht geschafft. Sir Glauber has been slain by a guard box 2000. Ah, von einer Wächterbox 2000 wurden wir dahin gerafft. Zu traurig. Ein riesiger Barbar. Was ist denn mit dir los? Das möchte ich mal ausprobieren. 250 Goldmünzen haben wir. Dafür könnten wir eigentlich... Ah, besserer Magier geht nicht. Aber wir könnten die Rüstung aufstufen. Okay, machen wir einfach mal. Upgrade plus 10 Gewicht. Hui. Oh, shit. Na, das kann ja was werden. Aber trotzdem bleiben die Tasten so, dass man nach oben drücken muss, um nach oben zu kommen. Oh Gott. Jetzt wird's lustig. Ich kann kaum noch vor lachen. Das mache ich nie wieder. Das mache ich definitiv nie wieder. So ist gut. Du bist ein komischer Zauberer. Ich sollte mehr zaubern. Au. Sogar die Schrift. Alles über Kopf. Na gut, versuchen wir es anders. Wir nehmen Lady Henrietta, die Zweite. Als Paladin. Gold haben wir nicht genug. Oh mein Gott. Sie ist nostalgisch veranlagt. Sie sieht alles in Schwarz-Weiß oder in Graustufen. Wir gehen trotzdem rein. Auf geht's. Töten, töten, töten. Gold und Gold. Oh nein, so viele Zauberer. Was ist das denn? Ich hau ab. Ganz ruhig, ganz ruhig.
Wir kriegen das hin. Au. Okay. Bisher läuft's ganz gut. Wir müssen jetzt nur die restlichen Räume schaffen. Okay. Okay. Schon allein beim Vorbeilaufen macht sie alles aua kaputt. Lady Henrietta. Wir brauchen endlich mal ein bisschen was an Essen, damit wir überhaupt überleben können. Lebenspunkte regenerieren. Aber wo kriegen wir Lebenspunkte her? Hier sind nirgendwo Hühnerkeulen. Hallo? Hast du Lebenspunkte? Au. Ach, Dreck. Verdammt. Aber wir haben wieder Gold gesammelt. Alles ist gut. Wir wurden von einem Plinky getötet. Minimerz. Unser Kind heißt Sir Kama? Ja, Barbaren. Barbaren sind okay. 320 Goldstücke haben wir jetzt, um wieder irgendwas aufzustufen. Wir nehmen auf jeden Fall die Lebenspunkte. Oh Gott, und wir sind kurzsichtig. Wir können nicht sehen, was in der Ferne ist. Das ist alles verschwommen. Nein. Hallo Sharon, hier hast du 30. Goody, auf geht's. Gold, 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 Gold. Gold. Bist du böse? Nein. Gut gemacht. Ach, Dreck, verdammter. Das Gold möchte ich gerne haben. Oh, und da gab es sogar eine Keule. Komm her, du böser Ritter, du. Du beschützt eine Kiste, ich will die haben. Na, ist mir egal. Hauptsache, ich krieg die Kiste. Hui. Okay, alles gut. Nochmal zurück. Geschafft. Uah. Überall Viecher, überall irgendwas los. Das geht so nicht. Geh weg. So schön. Nein, nein. Du bist ein böses Skelett. Ach, Dreckverdammter. Gehen wir woanders hin. Da gab's was zu essen, das ist doch schön. Meine Güte, sterbt doch einfach. Warum stirbt ihr nicht? So schön, bisschen Gold. Oh, oh, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Erstmal du, dann du. Oh, Gold, wie schön. Ich liebe Gold. Und in den großen Statuen sind eigentlich meistens, genau, Hühnerkeulen oder Mana-Tränke. Was haben wir hier? Oh mein Gott, Kirde. Der Torschützer. Der erste Boss. Au. Ging natürlich ziemlich schnell. Aber Mann, wir haben es immerhin geschafft, so weit zu kommen und vor allem auch ein bisschen Gold zu sammeln. Das ist ganz praktisch. Wen nehmen wir als nächstes? Wir nehmen wieder Sir Glauber die zweite. Der zweite. Ist wieder nur am Fluchen. 500 Gold haben wir. Wir nehmen auf jeden Fall bessere Barbaren. Das Barbaren-Upgrade. Sehr schön. Pharaoh Das. Convert your Barbarians into Barbarian-Könige. Toll. Können wir noch irgendwas machen? Nein, mit 70 Gold sind wir natürlich ziemlich aufgeschmissen. Gut. Hallo? Hast du vielleicht noch was Schönes? Nein, kostet 250 Gold. Das kostet alles 250 Gold. Aber wir haben doch Blueprints freigeschaltet. Wofür waren die denn? Ich habe keine Ahnung. Hast du vielleicht noch irgendwas Neues? Eine Rune oder so? Die wir uns kaufen können? You jump in the air. Ah, okay, Doppelsprung. Nee, das brauche ich nicht. Dankeschön. Gut, auf geht's. Wieder rein ins Vergnügen. Es kann noch eine ganz schöne Weile dauern, bis wir hier alle Bosse besiegt haben. Wenn wir mal wieder von vorne anfangen müssen. Aber nicht vergessen, jedes Mal verändern sich die Räume, wenn wir reinkommen und es sieht anders aus. Ach, Dreck, ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein! Ich hau ab. Ich
möchte dich aber besiegen. Ich komme da bloß nicht ran. Ah, damit könnte ich schaffen. Oh, ich habe keine Mana mehr. Dreck. Ich war so kurz davor. Nein. Ich hau ab. Moin. Ich bin, aua, eigentlich nur zu Besuch. Geh weg. Ich wollte eigentlich nur Mana suchen. Hau ab. Oh, hier ist viel zu viel los. War so klar. Können wir nicht mal ein bisschen ruhiger anfangen? Muss das immer gleich so auf Teufel komm raus mit 20.000 Monstern sein? Oh, voll nervig. Wir haben eh kein Gold. 10 Gold, dafür können wir uns nichts kaufen. Wir gehen weiter. Charon, da hast du 10 Gold. Ja, der möchte jedes Mal immer wieder das komplette Gold haben. Oh, eine Keule. Toll. Jetzt bringt sie mir auch nichts. Geh weg, du Zombie. Okay, ich stelle mich nicht allzu doof an. Darf jetzt bloß nicht in Rage, aua, geraten. Ach, Mann. Verschwindet alle. Okay, Gold. Ach, verdammt. Nein, geh weg. Du bist ein böser Buhu. So geht das. Ja, wir im Moment stellen wir uns wirklich nicht doof an. Wir sind ganz gut dabei. Und ich sollte mehr mit den Zaubern arbeiten. Oh shit. Ich verschwinde wieder. Danke für die Kiste. Ah, hier ist auch nicht besser. Okay, aber immerhin ein bisschen Gold. Ich würde gerne auch unten schauen, was da ist. Hier geht's wieder weiter. Habt ihr das gesehen? Da, da geht's weiter. Dafür müsste man ein kleiner Zwerg sein. Dann könnte man hier unten durch und sich holen, was dahinter steckt. Essen. Essen ist sehr gut. Aua. Sehr gut. Den kriegen wir auch noch. Wunderbar. Ein Zwerg könnte jetzt auch da oben durchspringen und den Rest holen. Aber wir können es nicht. Aua, das war's. Immerhin, wieder ein bisschen Gold gesammelt. Können uns wieder aufstufen. Alles ist gut. Puh, diesmal nehmen wir Sir Jimmy den Zweiten als Paladin. Und wir benutzen die 270 Gold für Attack. Attack Power. Damit wir mal ein bisschen mehr Schaden machen und die Gegner vielleicht bei einem Schlag kaputt gehen. Go, go, Power Ranger. Hallo, Charon. Lange nicht gesehen. Eigentlich noch nie gesehen, denn wir sind ja nur der Sohn von Lady Henrietta und so weiter und so fort. Wir sind ja nie dieselbe Person. Okay, Gold ist geil. Ach, Dreck. Das war so gut. Dann kamt ihr. Du bist verkehrt. Das habe ich schon gesehen. Du warst voll hinterm Bücherregal. Vorm Bücherregal. So, oben ist es ganz nett. Ja, hier ist nicht ganz so viel los. Das gefällt mir. Weißt du was? Achso, du drehst dich auch. Hätte ja sein können, dass ich dich von hinten überraschen kann. Ja, wenn die Attack Power erstmal hoch ist, dann geht das nachher auch. Wow. Oh Gott. Nein. Du Bösewicht. Sterb. So ist gut. Das Ding können wir nicht kaputt machen. Sehr schön. Gold möchte ich trotzdem Aua haben. Dankeschön.
Okay, fehlt noch was? Nö. Töte alle Feinde für die Fairy Chest. Okay, ich möchte nicht unbedingt... Ah, mit den 2874 Schaden, was war das denn? Ich glaube, der kann nicht richtig rechnen. Das ist sein Problem, Mathe-Problem. Okay, ich brauche die Fairy Chest. Oh nein, viel zu viele Gegner. Das konnte nicht gut gehen. Ja, wenn ich erstmal One-Hit habe und so, dann sieht das ganz anders aus. Vor allem eine bessere Rüstung, dass wir mehr aushalten. Und natürlich auch mehr Lebenspunkte. So, wir nehmen heute mal den Magier, weil mir der empfohlen wurde. Wir probieren ihn einfach mal aus. 230 Punkte haben wir noch. 230 Gold. Dafür können wir uns nichts kaufen. Wie ungewöhnlich. Okay, vielleicht sollten wir mal gucken, ob es irgendwelche Waffen und Rüstungen gibt, die wir aufstufen können. 250. 150 für einen Helm. Dafür würden wir plus 10 mehr Gewicht tragen. Aber